Hallo und herzlich willkommen zu Tag 17 des Events. Heute ist nicht so viel passiert, also nicht so viel, aber das, was passiert ist, das war phänomenal. Mehrere Leute haben die beiden Goldvorkommen gefunden und hier durchgegraben in Schweizer Käse. Das hier ist die Mine von das ist die Mine von Goldkuchen. Und hier looten die Leute ab. Und haben hier alles weggegraben, haben hier ein Goldvorkommen gefunden, hier das ganze Granit abgegraben. Hier sieht man dann noch die Überbleibsel des Obsidians. Und hier haben die Leute sich, obwohl das Goldkuchen ganz und gar nicht passt, haben sich die Leute hier runtergebuddelt und angefangen hier weiter nach dem Gold zu suchen. Dann wurde sich auch noch hier runtergegraben. Und da so ein Kasten ausgehoben. Und hier kann man schon sehen, dass hier extrem viel Kupfer ist. Also da haben wir eine Kupferader erwischt mit sehr, sehr vielen Kupferblöcken. Und jetzt muss das halt nur noch jemand abfarmen. Also ich habe keine Ahnung, wieso hier da so ein einzelner Gang durch ist und dann eben nichts mehr ist. Also einfach nur hier so durchgraben und dann hier so. Ich verstehe nicht ganz, was das Ziel braucht. Irgendwie, was da für ein tolles Erz drin war, ich weiß es nicht. Aber sehr cool, dass sie es gefunden haben. Glückwunsch an die Bergmännerzunft. Und ich hoffe, es seid ihr morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt Rückblick vom 100-jährigen Survival-Projekt. Tschüss!